Was geht, Freunde? Ich hoffe, allen geht's gut. Wir haben uns jetzt 2 Wochen nicht gesehen. Heute steht auf jeden Fall viel an. Wir werden auf jeden Fall nach Berlin fahren. Wir waren auch lange nicht mehr in Berlin. Und in Berlin steht eine ganz bestimmte Sache an. Wenn wir schon 2 Wochen auf diesem Kanal kein Video hochgeladen haben, habe ich mir gedacht, muss auf jeden Fall ein krasses Video kommen. Und heute stehen die Influencer-Kämpfe an. Das heißt, wir werden gucken, wie die Influencer kämpfen werden. Deswegen, ich bin sehr, sehr gespannt. Und später beim Essen werde ich euch erzählen, wer überhaupt alles kämpft und werde euch so ein bisschen meine Prognose geben. Die haben aber auch so, kennst du so auf... Diese Blech sieht aus wie so Knast. Bevor ich jetzt esse, werde ich auf jeden Fall meine Prognose machen mit den Kämpfen. Du hast schon die Kämpfer vorbereitet. Ich habe keine Ahnung, wer da alles kämpft. Ich weiß nur Sarah gegen Sarah GBS. Das wird sehr, sehr interessant. Aber so die restlichen Kämpfer habe ich nicht auf dem Schirm. Kumutan gegen Bueno. Kenne ich beide nicht. Kumutan sagt mir was vom Gesicht. Kann ich aber jetzt nicht einschätzen oder zuordnen, von wo ich ihn kenne. Würde ich aber sagen, jetzt rein von der Optik, würde ich sagen, geht an Kumutan. Dann haben wir Hamza Jim gegen Hamid Khan. Walla, wollte ich gerade sagen, kämpft Jim oder kämpft er? Ich würde lügen, wenn ich sage, ich kenne beide nicht. Ich habe beide schon auf TikTok gesehen. Halt aber nicht viel von denen, ne? Also ich weiß schwer, was die für ein Content machen. Plus finde ich es jetzt auch nicht gerade stabil, was die machen. Dann haben wir den nächsten, Shubo 040 gegen Papa Toni. Papa Toni haben wir auch gesehen, ich glaube bei der letzten Veranstaltung. Und Shubo sagt mir auch was. Das ist auch schwierig, Bruder. Ich weiß halt alle nicht, was die genau machen, so, ne? Also Influencer-technisch weiß ich nicht, was die machen. Würde ich aber sagen, einfach so, ene mene miste, rappelt in der Kiste, Shubo 040. Wobei dieser Papa Toni sieht auch nicht ohne aus, ne? Er sieht aus wie Engels Gesicht, auch so 85 Kilo. Oh, wir haben Bahar Al-Mahmoud. Al-Mahmoud, nee, wie spricht man seinen Namen? Bahar Al-Mahmoud. Wir haben Bahar. Und gegen Dudi 361. Da würde ich sagen, macht es auf jeden Fall Bahar. Bahar kenne ich ja persönlich auch. Dann haben wir Jalal MMA vs. Aliper Cerro 21. Bruder, der ist auf jeden Fall, der ist gezeichnet mit Narben an seiner rechten Brust. Bei denen ist schwierig, weiß ich nicht. Der linke sieht auf jeden Fall stabil aus, Bruder, der hat einen Maschinenhals, Bruder. Ich schwöre, sein Hals ist breiter als mein ganzer Oberkörper. Da geht mein Tipp auf jeden Fall an Jalal. Oh, scheiße, Bruder, das ist lustig, Digga. Da haben wir Momo 07 gegen Magomed. Für die Leute, die es nicht wissen, Momo ist der, der damals Sparring aufgenommen hatte mit Burak. Der hat dann Burak komplett auseinandergenommen und da haben ja alle gehatet. So, ne? Ich habe mich selber dafür auch eingesetzt, weil ich mir dachte, so, guck mal, Burak, der kann nicht kämpfen. Der hat sich sogar weggedreht und dieser Typ hat trotzdem einfach raufgehauen. Das machst du beim Sparring nicht, vor allem wenn du merkst, dass du einen unerfahrenen Gegner hast. Sein Gegner wird auch interessant und zwar Magomed. Magomed haben wir auch viel mitgekriegt in letzter Zeit, dass er anscheinend nicht kämpfen kann und mehr Schein als sein ist. Kennst du dich, ich rede so groß, aber dann hauen die mich alle da. Auf jeden Fall, da würde ich sagen, geht das Ganze auf jeden Fall an Momo. Momo ist auf jeden Fall bissiger, finde ich. Das ist aber auch typisch Fight Night Elite Gym. Bruder, deren Fightcard, der eine ist oberkörperfrei, der andere Dings Outfit, als würde der Club gehen. Da würde ich sagen, geht das Ganze auf jeden Fall an Umut, weil Umut auf jeden Fall Kampfsport durchzieht. Warum, wer ist das? Wer ist Andy? Aber das ist ein Charakter. Also hier kämpft auf jeden Fall Andy gegen Youssef Plo. Andy sieht auf jeden Fall so aus, als würde er das Ganze heute nicht so lustig finden und er will auf jeden Fall ernst machen. Möge der Bessere gewinnen. Oh nein, Bruder. Die heißt einfach Prinzess Afghanistan. Das ist MSN so vor 2000 Jahren. Dürfen wir das nochmal erwähnen? Sie heißt Prinzess Afghanistan. Bitte lass es einfach. Die kommt safe mit der Afghanistan-Flagge, ne? Kenne ich beide nicht. Würde ich jetzt einfach mal sagen, mach die Linke. Wer ist die Linke? Die andere. Ey Jungs, ihr könnt schon anfangen zu essen, ne? Kennst du, er hält eine Kamera, er kann gar nicht essen. Da kommen wir zum offiziell letzten Kampf. Das Ganze hätte eigentlich auch in Frankfurt stattfinden können, am Bahnhof. Weil wir haben auf jeden Fall Engelsgesicht, Digga. Engelsgesicht gegen... Alles gut, Bruder. Zum Kampf, Engelsgesicht gegen Mehdi. Mehdi zum Beispiel habe ich auch mitgekriegt von TikTok, verfolge ich aber persönlich nicht. Engelsgesicht kennt man durch den letzten Kampf. Schwierig zu sagen. Ich glaube, Mehdi wiegt auf jeden Fall mehr als Engelsgesicht. Ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer. Das wird auf jeden Fall meiner Meinung nach Mehdi machen. Es sei denn, Mehdi stellt sich scheiße an und Engelsgesicht trifft ihn irgendwie auf gut Glück. Sind auf jeden Fall spannende Kämpfe. Lust. Warte mal, wo ist Sarah gegen Sarah Sarita? Dann kommen wir aber zu dem Kampf, worauf ich mich am meisten freue. Auf Sarah Sarita gegen Sarah GBS. Ich will gar nicht wissen, wie das Ganze eskaliert. Ich persönlich bin für Sarah Sarita. Einfach, weil ich gesehen habe, wie sie letztes Mal gekämpft hat. Ich glaube, Sarah GBS ist so eine, die haut einfach nur rauf und ich glaube, die schreit mehr, als sie schlägt. So. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt auf den Kampf. Es wird sehr, sehr lustig und ich hoffe, dass da keine Extensions im Ring liegen. Das sind meine Abschlussworte und jetzt fangen wir an zu essen. Auf jeden Fall jetzt gerade in Berlin angekommen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, wo steckt dieser Junge, wo ist er? Ich bin hier hinten. Ich weiß nicht, wie gut man mich sieht. Was ich vergessen habe zu erzählen, die Kämpfe finden ja nicht in der Arena statt. Ich selber dachte, dass es in Berlin in irgendeiner Arena stattfindet. Das Ganze findet einfach auf dem Fußballplatz statt. Mann, er macht sich richtig schick für Sarah. Komm mal bitte, filmen. Guck mal, wie schick er sich macht. Er geht, als hätte er diese Straße gebaut gerade. Ey, ist das meine Jacke? An der Stelle, an alle meine Kollegen, an alle, die in meinem Auto schon mitgefahren sind. Ich muss ganz kurz eine Anzeige machen. Wem gehört die Jacke? Bitte melde dich. Geht ihr nicht zu den Kämpfen? Ich war gerade bei Jacken-Camp. Du hast gekämpft? Ja, Bruder, leider. Warte, ehrlich jetzt? Ja. Aber du siehst dafür noch echt gut aus.
Ja, wurde unglücklich getroffen, ne? Gegen Stefan und dann. Dann war. Die Gardine zu, ne? Ja. Gardine zu, feiern wieder nach Hause. Mach sonst für Foto wenigstens einmal so. Dann hat er wenigstens auch Foto gewonnen. Das Ende vom Lied, Jungs, gib die Armbänder. Ja. Ey, Jon, wir sind jetzt vor der Tür, ne? Du meinst, wir sollen uns melden und wenn wir da sind. Ja, Bruder, jetzt, wir sind jetzt mittendrin bei den Kämpfen, Bruder. Ja, Tana, fahren wir nach Hause. Warum sollten wir dich überhaupt anrufen, wenn wir da sind? Wir haben doch sowieso Tickets. Ja, Bruder, auf den Digga, damit ihr checkt, egal, scheiß drauf. Ich wollte auch nur so eine kleine unbedingt Welle machen, so von wegen, guck mal, ich hol die jetzt rein. Hol uns mal rein über Zaun. Leute. Kommt mal ganz kurz, hi. Kommt mal nach vorne, Orhan sagt was. Kommt. Achso, ich dachte, wir vor. Also, alles gut, alles gut. Gib mal ganz kurz einmal Update. 18 Folie oder wie heißt das? Wo ist das Jam? Komm. Bruder, die ist so okay. Links, ne? Die will immer irgendwie. Diese Kamera geil, was kann sein? Lass mal, kennst du Kameras? Sie geht nicht dran, vorbei, sie macht zu. Gib mal ganz kurz ein Update. Welche Kämpfe haben schon stattgefunden? Folio vs. Jam, Elias gegen Kurt Ibo Essen auf den. War, Bruder, keine Ahnung, wer das ist. Layla vs. Demet haben beide gekämpft. Die zwei Frauen haben schon gekämpft? Ja, die zwei Frauen haben schon gekämpft. Das war einfach der krasseste Fight, ne? Echt? Davor war richtig wack, Bruder. Das waren die einzigen beiden Mädels, die voll durchgezogen haben, ne? Bruder, ich war todesüberrascht. Ah, Sarah GBS ist auch da. Sarah GBS! Leute, ich schwör auf meine Mutter, erste Bombe, erste Dings. Ich geb der direkt, die wird direkt liegen. Sarah, Sarita, nach unserem Boxkampf brauchst du neue Brust-OP und neue Nasen-OP, du kleine Hurentochter. Wir sind uns im Ring. Ganz kurz, ist es nicht gefährlich, wenn man Brust-OP kämpft? Guck mal, ich hab Straßenerfahrung, kannst du mal zeigen? Straßenerfahrung. Ich bin Streetfighterin, mir passiert nichts. Du bist es, Sarah, du bist es. Ein Kauf, mich, ich gewinne. Ey, mit Ansage, Sarah GBS gewinnt. Sarah GBS. Sarah GBS auf die Eins. Mein Schatz, mein Alles, mein Habibi. Würdest du für sie kämpfen? Ob ich für sie kämpfen würde? Ich würde für sie töten, Amaraim. Mein Habibi. Mama, wir gehen weiter. Wir gucken uns erst mit Kämpfen an. Für deinen Kanal? Ja. Spontanson, Bruder. Also. Was würdest du sagen für Spontanson? Ich grüße meinen Cousin Babat. Ich bin hier gerade bei Fight Night ohne dich. Aber nächstes Mal mit dir, Habibi. Warte, ich dachte, du sagst wenigstens abonniert mal spontan oder so. Abonniert mal hier spontan und folgt mir mal auf Instagram. Ich habe ihn einen Finger gegeben, er hat ganz Hand genommen wieder. Bester Mann. Was geht ab, Leute? Ich bin hier mit Danny Son. Hi. Ich grüße 28 Layla. Danke, dass er YouTube-Videos gegen mich gemacht hat. Bester ey, Mann. Kommt das auch auf YouTube? Dankeschön. Bester Mann. Meine Mutter. Sarah wird töten heute. Wie ist bei dir mit Ausdauer? Ich brauche keine Ausdauer. Ja? Drei, vier Nasen. Sarah, gib mir es! Wie ist Ausdauer? Alhamdulillah, sehr gut. Besser als davor. Sehr gut. Will ich sehen, Bruder. Nicht, dass die erste Runde vorbei ist. Grüß euch, Bruder. Dann machen, Bruder. Man darf aber nicht vergessen, ne? Bruder, das ist niemals gleiches Gewicht gerade, ne? Naja, der in Gelb, Bruder, der mit T-Shirt kämpft, der wiegt doch 100% weniger. Da kommt schon wie so ein Panzer, Bruder. Aber der hat eine gute Deckung auf jeden Fall. Der marschiert wie so ein Panzer nach vorne gerade. Der andere ist angeklingelt. Der ist mies angeklingelt, Bruder. Der ist mies angeklingelt. Bruder, keine Ahnung, wo Nico ist. Hauptsache, er ist nicht bei diesem Typen da. Hauptsache, er ist nicht im Ring. Oh mein Gott! Bruder, er ist einfach weg. Was laberst du? Deswegen sag ich euch immer, Aussehen ist nicht alles, Charakter ist wichtiger. Hast du gesehen, wie er runtergegangen ist? Nein, aber ich hab weggeguckt in dem Moment. Natürlich hab ich's gesehen, mein allerjüdster. Bruder, das war krank gerade, Walla. Ich hab das auch von hier alles ein bisschen dokumentiert. Man hat auf jeden Fall gesehen, der gelbe Bruder hat sich auf jeden Fall am Anfang nicht einschüchtern lassen und das war das Wichtigste. Und gegen Ende hat er ihn auf jeden Fall runtergeholt. Nun guckt euch mal diesen Unterschied an, Bruder. Krank. Er hat einfach gerade Boden gesehen, ne? Er war einfach Fliesenling gerade. Ich hab mich verliebt, Bruder, ich bin ehrlich. Bruder, ich bin Kind von. Was? Jetzt kämpft auf jeden Fall Margo mit. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil das Ding ist, ich bin euch ehrlich, eben als ich jetzt seine Pratzen gesehen habe, ne, wo er gegen die Pratzen gehauen hat, das sah technisch sehr, sehr sauber aus, aber das am Ende des Tages auch nicht alles. Deswegen will ich jetzt sehen, wie er auf jeden Fall kämpft. Fazit auf jeden Fall bis jetzt. Ich kann mich nicht so wirklich identifizieren auf dieser Veranstaltung. Junge, warum sehen wir uns hier? Wir kommen beide aus Hamburg. Maler, Respekt erstmal. Danke, mein Bruder. Ihr wart niemals auf demselben Gewicht, ne? Nein, Bruder. Wie viel wiegst du? Ich bin auch unerfahren. Ich bin nur ein Straßenjunge. Weißt du was? Ich hatte andere Sachen vor. Ich wollte ihn kommen lassen. Aber er hat mich getroffen und ich dachte, wann komme ich endlich raus, weil sein Schlag hat Druck. Halt deine Klappe, du hast einen Lucky Punch gemacht. Nein, sein Schlag hatte Druck, Digga, und er hat mich immer in die Ecke rein. Dann ich dachte, okay, bin ich... Du warst erste Runde angeklingelt, ne? Er hat nicht angeklingelt, aber ich dachte, was passiert? Du warst angeklingelt, man hat das nein, gesehen, Bruder. Ich dachte nur, was passiert. Ich dachte, hey, ich muss hier raus. Ich war nur so in Not. Ich kenne das, Bruder, du willst aus der Tür raus, du siehst aber vier geht Türen. Aber nicht, du weißt aber nicht, wo sollst du lang. Ist angeklingelt, ja, kann man schon angeklingelt. Das ist angeklingelt. Ja, das aber am Ende des Tages, was viel wichtiger ist, Bruder, du hast dich auf den Boden geholt. Das ist krass. War das denn den Respekt? Er hat 10, 25 Kilo mehr gewogen als du. Ja, Bruder. Einfach 25 Kilo Unterschied. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Und er hat sie einfach runtergeholt. Und jetzt gucken wir uns auf jeden Fall den Kampf erstmal an.
Ach, sogar ohne Schienbeinschoner. Ich check das jetzt gerade erst. Ach, das ist mal eklig, wenn man ausrutscht. So langweilig, so unglaublich. 1000 Euro für was bezahlt? Hast du 1000 Euro bezahlt? Natürlich, 500 Euro. Für Platin. Nein. Für Platin, du stehst hier, Bruder. Bruder, 1000 Euro kannst du einmal Champions League gucken, du kannst UFC gucken. Du kannst alles gucken. Geil, Bruder, jetzt auf Wiese stehen mit Eschischer Baba. Junge, komm mal ganz kurz her. Wie siehst du das überhaupt? Dieser Typ hier, ne? Er sieht beim Autofahren nicht mal Schilder, aber das hat er gesehen. Er hat uns die Information gegeben. Da ganz hinten trainiert Sarah Sarita. Sie bereitet sich da die ganze Zeit schon vor. Er hat es einfach die ganze Zeit schon gesehen. Und er hat das einfach für sich behalten. Du bist so schlimm, ne? Joni, auf Ernst. Hey, krass. Bist du alleine gekommen? Ja, Bruder. Kämpfst du auch? Ja, ich warte auf Sarah Sarita. Du saßt hier voll alleine, Bruder. Ja, Bruder. Schwierige Frau getrennt? Scheiße, Bruder. Nein, Bruder, nein, wein nicht. Das war jetzt gerade Spaß. Was aber kein Spaß ist, der hat wirklich Crush auf Sarah. Nein, Bro, hör auf, ich hab Freundin. Da kommt sie. Er hat wirklich Crush auf sie. Das Lustige ist, diese Einlaufmusik, man hört sie gar nicht. Sie sieht auf jeden Fall konzentriert aus, bisschen angespannt auch. Ach, die ziehen Handschuhe erst im Ring an? Professionalität wird hier auf jeden Fall groß geschrieben. Wichtige Frage, welche Farbe haben ihre Bandagen? Bro, weiß. Oder weißt du, was mir irgendwie leid tut, Digga? Die sind alle so zugedröhnt von Drogen, ne? Boah, man merkt richtig, wie kaputt diese Menschen sind. Also man sieht das ja schon auf TikTok, wie die sich verhalten, aber wenn du die Leute nochmal echt siehst, im Privaten siehst, dann siehst du halt wirklich, wie kaputt die Menschen sind. Haltet euch immer fern davon. Wenn ihr nicht mehr könnt, geht ihr einfach auf die Knie, ich zähle euch dann an, okay? Ihr hört auf meine aber Kommandos. Das klingt ein bisschen falsch, wenn das ein Typ sagt, jetzt geht los. Oh mein Gott. Sarah kämpft gerade ganz, ganz anders, Sarah Sarita. Sie ist halt komplett blockiert gerade, ne? Weil Sarah GBS ist am Marschieren. Das heißt, die Schläger haben halt keine Kraft, Digga. Aber es nervt halt schon, ne, wenn man die ganze Zeit so Druck macht. Kennst du, es sieht ja wie so süß aus, weil man sich denkt, die haben gar keine Kraft. Ey, ich schaffe gleich so eine Brustplatz einfach. Du siehst so, denkst, Silikon liegt auf Boden. Du siehst einfach, was sie hat mitgenommen. Weint Sarah Sarita? Ich weiß nicht, Digga. Ich kann das von dir nicht ganz sehen, ob sie weint oder nicht. Ihr habt natürlich jetzt gerade den besten Blick. Ihr habt einen besseren Blick als wir gerade. So ein Ding ist es. Oh mein Gott, das ist schon relativ wild, Digga. Sarah Sarita ist auf jeden Fall eingeschüchtert. Aber sie gibt nicht auf. Das ist das Wichtigste. Ey, ich glaube, sie weint wirklich, ne? Man darf auch nicht vergessen, ne? Sarah Sarita hatte eine Brust-OP. Sie hatte eine Nase-OP. Also perfekte Voraussetzung, um in einen Kampf zu gehen. Also besser geht's eigentlich vom Dinger so gar nicht. Nico, auch mal die andere filmen! Nico, nicht nur Sarah! So, ich sehe schon, wie Nico sich Speicher selber nimmt. Er sagt, Bruder, lass mich mal heute Video schneiden, bitte. Entweder ist Sarah jetzt wirklich richtig eingeschüchtert und sie macht jetzt gar nichts mehr und ist wieder in der Doppeldeckung. Oder sie gibt richtig Gas. Okay, das eskaliert gerade ein bisschen. Oh mein Gott. Sie kann eigentlich direkt nach Istanbul fliegen. Nase schief gleich. Sie muss eigentlich wieder kontern. Sie muss kontern eigentlich, aber sie ist komplett eingeschüchtert. Sie hat bei ihrem ersten Kampf auf jeden Fall deutlich sauberer gekämpft. Boah, ich frage mich echt, wie die danach beide aussehen, ne? Junge, das ist eigentlich so dumm, Digga. Du hast eine Brust-OP, Nase-OP und gehst kämpfen. So. Der Arzt sagte sich auch bestimmt, lass zwei Termine machen. Aber bei beiden lässt die Ausdauer nachgleichen. Ne? Ja, ist normal. Ich glaube, Sarah Sarita hat gar keinen Bock mehr, Bruder. Handschuhe hat sie auf jeden Fall schon mal ausgezogen, obwohl es eigentlich auch eine Runde gibt. Die Freunde von Sarita gehen auch schon rein. Von Sarah GBS. Was? Oh, die haben sich geküsst fast. Mein Gott, das war so dieses, komm, steigt auf Beef, küssen. Aber man merkt, Sarah GBS hat auch gar keine Power mehr, ne? Also die Schläge haben auf jeden Fall gar keine Kraft mehr. Ich habe mir auch mehr darunter vorgestellt. Also ich habe wirklich damit gerechnet, dass es wirklich eine krasse Schlägerei wird von beiden. Sarah GBS hatte weniger Kraft in den Schlägen, aber es hat anscheinend doch was gebracht, so, ne? Sarah Sarita war anscheinend sehr, sehr eingeschüchtert. Vielleicht auch wegen der Nase, man weiß es am Ende des Tages nicht. Aber ich fand den Kampf auf jeden Fall jetzt nicht so spektakulär. Im Ring steht auf jeden Fall schon Fat Comedy. Er ist der Erste, der jetzt reingekommen ist aus der roten Ecke. Und jetzt kommt gleich auf jeden Fall sein Gegner. Wie gesagt, die Luft ist auf jeden Fall von dem Event draußen. Man sieht doch, Digga, fast nichts hier ist ausverkauft, so, ne? Aber dafür kämpfe ich ja zwei Wochen in der Stadthalle Wien. Das heißt, jeder, der das jetzt sieht, kann natürlich gerne vorbeikommen. Ich würde mich über jeden Support freuen und ich bin gespannt, wie ich in zwei Wochen abliefer und wie das Ganze sein wird. Wird alles im Kickboxen sein, ich freue mich sehr drauf. Ich bin viel im Training gerade, hat ja auch heute, wie ihr heute Morgen schon gesehen habt, das Sparring. Das wird auf jeden Fall geil. Nur, dass ihr Bescheid wisst, ne? Ich muss höchstwahrscheinlich auf jeden Fall mit der Handykamera weiter filmen, weil unsere Kamera nur noch 13% Akku hat. Keine Ahnung warum. Ne, nicht immer 13%, sondern nur noch 13 Minuten filmen kann. Deswegen muss ich auf jeden Fall gleich mit der Handykamera weiter filmen. Aber das ist am Ende des Tages auch kein Problem, weil
Hier geht es nicht um Qualität. Hier hat mir Juni auf jeden Fall auch erzählt, dass es der eine aus der Pressekonferenz ist, dieser Papo Toni. Der hat mich übertrieben provoziert, weil er so groß geredet hat. Jetzt gucken wir mal, was davon im Ring auf jeden Fall passiert. Weil er steht, als würde er gleich selber kämpfen. Weil er springt einfach. Boah, er hat ehrlich kreuz und quer geschlagen, ne? Also der Schubo kämpft auf jeden Fall sauberer. Aber kennst du denn so ein iPhone an Stange klickt? Das sieht genauso aus mit den Lichtern. Wo ist Engels Gesicht, Digga? Da kommt er wieder. Kameraqualität ist an der Stelle komplett Katastrophe. Es tut mir leid, aber anders geht's leider nicht. Meint ihr, der hat genauso viel gezogen wie beim letzten Kampf? Nico ist ein Ehremann. Er geht für uns wieder jetzt nach vorne. Ich moderiere das Ganze von hier aus Sicherheitsabständen. Er geht auf jeden Fall jetzt vorne an den Cage. Sag mal bitte, ob er Teller hat. Engels Gesicht, ob er große Teller hat. Er hat zugenommen, glaube ich, ne? Ich glaube auf Ernst, er hat zugenommen ein bisschen. Also man muss auf jeden Fall sagen, dieser Medi hat auf jeden Fall eine viel, viel bessere Statur. Er hat auf jeden Fall auch den Reichweitenvorteil. Ich bin mal gespannt, ob Engels Gesicht jetzt auch eine Roomtour macht durch den Ring. Oder durch den Oktagon, besser gesagt. Es geht los. Ey, das ist irgendwie wieder so Jasek. Komm bitte, als würdest du gegen so ein kleines Kind kämpfen. Boah, der ist jetzt schon fast angenockt, Digga. Das Ding ist, er macht sich kleiner, als er schon ist. Boah, das Ding ist Fände. Er sieht Medi zweimal. Boah, das ist ja maximal unfair, Digga. Zack. Paket's eingepackt. Paket's abpull bereits. Warla Bieler, sein Weg bis zum Cage war länger als der Kampf. Ich habe gesagt, Bruder, ich war nicht warm. Ich habe falsche Schuhe an. So, Freunde, wir sind auf jeden Fall am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat der ganze Vlog auf jeden Fall gefallen. Mir hat die Veranstaltung persönlich, ihr könnt auch einmal kurz euer Statement abgeben, Jungs. Mir hat sie persönlich nicht gefallen. Ich fand, die war relativ lasch. Was sagt ihr? Dem kann ich auf jeden Fall nur zustimmen. Es hat an sich echt wieder komplett unorganisiert, meiner Meinung nach. Einen, was sagst du? Ich finde auch sehr unorganisiert. Am Ende des Tages ist das Wichtigste ist Entertainment, aber boah, ich weiß nicht, mich hat die Veranstaltung persönlich nicht umgehauen. Ich habe versucht natürlich, dass wir den besten Eindruck haben, dass wir trotzdem irgendwie einen geilen Vlog haben. Aber ich persönlich habe es jetzt nicht so gefühlt, dass ich sage, ey, ich würde auf jeden Fall zu der nächsten Veranstaltung nochmal fahren. Kommt immer drauf an, ich will nicht groß reden und sagen, ey, ich fahre auf jeden Fall zu der nächsten Veranstaltung nicht. Man weiß ja nicht, wer am Ende des Tages kämpft, aber man hat gemerkt, viele Kämpfe waren auch gekauft, ne? Das waren Showkämpfe. Das bockt nicht. Aber ich meine, du kommst da hin, Bruder, wir haben Leute gesagt, die haben 1000 Euro gezahlt, ne? 1000 Euro, Bruder, dafür, dass sie auf einer Wiese chillen. Das ist ja auch das größte Problem gewesen, dass die meisten Leute einfach gar keine Sicht hatten. Ich habe auch irgendwann aufgehört zu filmen, weil ich mir gesagt habe, es bringt sowieso nichts. A, man sieht nichts. B, Bruder, die Stimmung war katastrophal. Wir sind auf jeden Fall durch. Eigentlich wäre noch ein Kampf da gewesen. Das war ja dieser Abu Hamza. Abu Hamza und Abu Jim oder wie der heißt? Das sind dieselben. Achso, keine. Man merkt, ich verfolge das nicht, Bruder. Deswegen sind wir auf jeden Fall gegangen. Ich freue mich gerade einfach nur, jetzt gleich was zu essen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Bleibt spontan.